Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Im letzten Part sind wir ein weiteres Mal Game Over gegangen hier im Kupfer Canyon, weil ich mich wieder mal von Katharinchen habe überrollen lassen. Ja. Und außerdem haben wir dann auch noch die zweite Schnick-Schnack-Schnuck-Arena gespielt und auch gleich gewinnen können beim zweiten Mal. Dann nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. Sehr schön das Ganze. Und jetzt haben wir gleich zwei Level zur Auswahl, die wir spielen könnten. Und zwar einmal hier den Terrakotta-Tempel, wo es drei Farbsteine zu finden gibt. Und übrigens, was ich gar nicht gesehen habe beim letzten Mal, auch hier unten beim Bonsai-Hain gibt es ja sogar auch drei Farbsterne. Das fehlt uns auch das Level. Und ich würde sogar sagen, dass wir erst das machen, weil das eben ein bisschen mehr nach Secret-Weg aussieht. Der obere sieht für mich ein bisschen richtiger aus, sag ich jetzt mal. Deswegen gehe ich jetzt mal diesen Weg hier erstmal entlang. Im Bonsai-Hain oder am Bonsai-Hain, wie auch immer, wo wir jetzt eben dann sogar gleich drei Farbsteine bekommen können. Die Frage ist, ob wir wirklich schon an alle rankommen. Das glaube ich jetzt eher weniger. Wir kommen wahrscheinlich erst an einen einzigen ran oder an zwei oder sowas. Wir schauen mal. Hier ist ja auch alles riesig. Dieser Kamek muss ein ganz schön mächtiger Magier sein. Das stimmt allerdings, ja. Wieder mal in einem Waldgebiet. Also es sieht hier ganz genauso aus wie auch schon im Level zuvor. Dem, wie hieß es nochmal? Mammutbaumforst oder irgendwie so hieß es. Und da ist ein Toad übrigens. Hallo Toad. Plötzlich war da dieser Shy Guy und zuerst dachte ich noch, der saugt, der sagt mir Hallo. Aber dann ist er mit einem Strohhalm auf mich losgegangen. Ich dachte, er lässt mich vielleicht in Ruhe, wenn ich so tue, als wäre ich ein Baum. Das mache ich manchmal reflexartig, aber er hat's gemerkt. Oh wow. Ich schätze, an meinen Schauspielkünsten muss ich noch arbeiten. Bis später mal. Ja, du siehst ja auch genauso aus wie ein Baum, so ungefähr, mein lieber Toad. Ach ja. Ach Mensch, ey. Finde ich jetzt sehr interessant, dass es jetzt hier wirklich von der Umgebung her genauso aussieht wie auch schon der Mammutbaumforst, weil ansonsten war halt wirklich jedes, oder war halt kein Level wie das, was macht denn der? Das ist ein Rettertod, guck mal. War halt kein Level wie das andere. Also sowohl vom Aufbau her als auch halt vom Aussehen, sag ich jetzt mal. Aber das hier, da waren sie jetzt ein bisschen faul und haben, also was ist faul, ne? In großen Anführungszeichen. Und haben halt hier dieselbe Thematik nochmal benutzt und so weiter, wenn ihr versteht. Aber ist natürlich nicht schlimm, weil es gibt hier so viele verschiedene Level und kann ich das schon verstehen. Ach, guck mal, schon verstehen, ist ja interessant, okay. Das Level ist sehr interessant aufgebaut, aber na gut. So, ich rede mal kurz mit dir, was du brauchst Hilfe, oder? Ich bin der Anführer der gelben Rettertoads. Wir sind hier, um dich bei deinem Abenteuer nach Kräften zu unterstützen. Zumindest theoretisch. Wir wurden informiert, dass dir diese Rübe den Weg versperrt, also sind wir gleich angerückt. Aber keiner der 11 Toads meines Trupps ist bisher angekommen. Bin mir nicht sicher, ob sie meinen Zettel am Kühlschrank gelesen haben. Wenn du sie siehst, schick sie doch bitte her. 11 Toads? Was? Okay. Bei den anderen... Das kann ich dann bestimmt auch als Dings benutzen, oder? Was? Ich kann auch ziehen? Hilf Mario, aber... Nee. Geht nicht, okay. Es hat keinen Sinn, es ganz allein zu versuchen. Na gut. Also ansonsten waren es halt bei den lila Rettertoads waren es 3 und bei den grünen waren es 6 andere. Ne? Glaub schon. Und jetzt bei den gelben sind sogar gleich mal 11 andere, abgesehen von dem Anführer halt. Wow, das sind echt sehr viele. Ob ich die alle finden werde, vielleicht sind ja auch alle einfach in einem Level, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in 11 verschiedenen Leveln ich dann da diese Toads finden muss. Das wäre ein bisschen zu chaotisch. Ich glaube eher, dass die alle einfach in einem sind. Aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Komme ich zur nächsten Arena, komme ich. Okay, wir können sogar gleich die nächste Schnick-Schnack-Schnuck-Arena machen. Ich weiß nicht, ob ich mir das vielleicht ein bisschen aufheben. Wir hatten ja erst im letzten Part eine. Aber andererseits sind die ja auch ganz cool, wenn man sie... Weil ich habe jetzt schon 51% eingefärbt. Das Level ist auch wirklich gar nicht lang, offenbar. Okay. Mir fällt übrigens gerade auf, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass es in Sticker Star kein einziges Level gab mit 3 solchen Sternen oder Kometensternen oder wie die hießen, die man einsammeln musste. Und doch gab es, fällt mir gerade auf. Im Wald gab es ein Level... mit 3 Sternen. Ja, genau. Das war so ein bisschen das Hauptlevel. Das war nämlich das, das Zuhause von dem Wiggler. Ne, da gab es 3, bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Also das ist die Arena. Die nächste ist Nummer 3. Das ist Nummer 3, ja. Und was ist hier? Hier ist der Bistro. Was? Bistroase. Ne? Bistroase. Ne? Kompliziert. Aber eigentlich habe ich Lust auf die nächste Schnick-Schnack-Schnuck-Arena und wir spielen die auch langsam, würde ich sagen. Yay. Das ist auch schon in Ordnung, weil wir müssen die ja später dann noch häufiger auch mal spielen, wahrscheinlich, weil dann halt wieder der Schnuckmeister kommen wird und so weiter. Aber ich finde die eigentlich ganz cool beim ersten Mal zumindest. Wenn man die zu häufig spielen muss, werden die irgendwann nervig. Aber immer zum ersten Mal eine zu betreten, finde ich mal cool. Willkommen in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena Nummer 3. So, dann erstmal das Wichtigste, die Tipps anhören für die ersten beiden Gegner. Deine ersten Gegner geben voll das papierige Geräusch von sich, wenn sie sich aneinander kuscheln. Das sind echt keine harten Kerle. Okay, das papierige Geräusch, nehmen die also immer Papier? Und das sind vor allem sind mehrere auf einmal, oder wie, ist ja interessant.
aber offenbar nehmen die immer Papier. Und er hat vor allem gesagt, dass es keine harten Kerle sind. Deswegen Stein werden sie wahrscheinlich auf gar keinen Fall nehmen, weswegen ich dann Schere nehmen werde wahrscheinlich. Dein Gegner in Runde 2 ist bei Turnieren meist voll aufgeregt. Mit seinen lappigen Händen kriegt er dann gar nicht mehr alle Figuren hin. Was? Mit seinen lappigen Händen kriegt er dann gar nicht mehr alle Figuren hin. Das ist jetzt sehr viel kryptischer. Er ist voll aufgeregt. Er kriegt mit seinen lappigen Händen nicht alle Figuren hin. Okay. Welche Figur ist denn die komplizierteste? Die Schere dann? Oder der Stein oder so? Also, da er solche lappigen Hände hat, hört sich das so an, als würde er einfach nur halt seine Hand hinhalten und dann würde halt Papier rauskommen. Aber um jetzt eine Schere zu machen, ist er zu blöd und zu aufgeregt, oder wie? Sehe ich das richtig? Keine Ahnung. Wusstest du, dass jede Schnick-Schnack-Schnuck-Arena ihr eigenes Café hat? Ich würde so gerne mal in jedem davon einen Kaffee trinken. Haben die eigentlich auch, haben die andere Preise auch? Ich glaube, es waren 70 und 120 Münzen. Nee, ist dasselbe. Okay, na gut. Die Cafés sind zwar irgendwie anders, aber irgendwie sind es auch genau dieselben. Aber die Tipps, die mir auch diese anderen Random Toads geben, die hier sitzen, die sind immer anders. Deswegen die will ich mir auch mal durchlesen. Für jeden eingesammelten Farbstern darfst du an den Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen, Spielen einer Arena teilnehmen. Tolle Sache, oder? Das wusste ich aber schon. Und du? Solange ein Toad den Haupteingang eines Schnick-Schnack-Schnuck-Tempels bewacht, kannst du dort nicht am Turnier teilnehmen. Okay. Aber tut er gerade nicht, der Weg ist gerade frei für mich. Was steht hier? Die dritte halt, ne? Und die Gewinne, genau, die Gewinne. 500 gibt es in Runde 1 schon, dann 700, dann 1000. Also noch mehr sogar. 2200 maximal. Obwohl ich schon das Maximale gerade habe. Genau. Ja, los geht's. Ich habe übrigens auch wieder, habe ich ja am Ende vom letzten Part erzählt, ich habe in Port Prisma nochmal reingeschaut. Ich bin nochmal reingegangen und wollte gucken, ob ich mir einen Knochen kaufen kann, aber konnte ich nicht. Nein, es stand immer noch demnächst dran. Ich konnte noch keinen Knochen kaufen, deswegen habe ich jetzt gerade auch keinen mehr, was ein bisschen doof ist. Ich werde vielleicht sogar nach dem Level wieder gucken. Vielleicht muss ich halt ein Level spielen, aber ich sammle hier natürlich auch keinen Farbstern ein. Aber ich habe ja gerade eben einen eingesammelt, stimmt. Ich denke mal, dass es ihn dann geben sollte, wenn ich jetzt nochmal hingehe. Naja. Schere, Stein, Papier ist nicht nur ein Spiel, sondern vor allem ein Verlies voller Selbstzweifel, in dessen Ecken Unsicherheit und Ängste lauern. Der einzige Ausweg aus diesem Verlies heißt Sieg, doch bleibt er den meisten, die sich in die dunkle Tiefe begeben, für alle Zeiten verwehrt. Oh, die Texte sind so cool. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier! Oh, ich liebe dieses Theme langsam, das ist so cool. Sogleich betreten unsere Schnuckstreiter die Arena. In dieser Ecke der Frischling, der Meister Schnuck, das Fürchten lehrte, Mr. Mama Mia persönlich Mario. Okay, der Text ist genau dasselbe wie auch schon bei der zweiten Arena. Aber der ist neu. Und in dieser Ecke 10 leere Augenhöhlen, 20 Ungelenke, was? Ungelenke Gliedmaßen, das Selbstvertrauen eines abgebrochenen Karmic-Besenstiels. Kommt jetzt ein Scheigei-Turm oder wie? Eigentlich konnte es nicht schlimmer kommen, aber hier kommt dennoch der 1, 2, 3, 4, 5er Scheigei. Achso, okay, so ein Stapelgei. Okay. Runde 1, Mario gegen 5er Guy, Schnuckstreiter, wählt eure Karten. So, der nimmt ja immer Papier. Und sind vor allem keine harten Kerle, deswegen nimmt er erst recht keinen Stein. Deswegen nehme ich Schere. Die Schere gewinnt ja auch gegen Papier, deswegen das machen wir so. Beim zweiten muss ich halt jetzt ein bisschen mehr gleich überlegen, was das dann zu bedeuten hatte, was der eine Tod gerade eben gesagt hat. Naja, auf jeden Fall gewonnen. Yay, das war einfach. Mario! Dein Gewinn für das Bestehen von Runde 1. 500 Münzen, die mir gar nichts bringen. Okay. Aber gerade Runde 3 wird natürlich dann wieder am interessantesten, klar. Aber auch die zweite Runde ist jetzt schon nicht so easy, weil ich da jetzt nicht, also keine so hundertprozentig genauen Angaben bekommen habe, sondern nur so halb. Dein Gegner der zweiten Runde. Als Kind hat er sich mit feuerroter Farbe die Finger verbrannt. Seitdem im Alter nur noch mit Wasserfarben. Begrüße mir den überaus untalentierten und völlig durchweichten, also Aquarell-Guy. Okay. Aquarell-Guy! Runde 2, Mario gegen Aquarell-Guy, Schnuckstreiter, wählt eure Karten. So, der ist also nervös und er kriegt deswegen die Handformation nicht mehr alle so gut hin. Was heißt das jetzt? Also wie gesagt, ich finde, die Schere zu machen ist am kompliziertesten, weil für den Stein macht man halt einfach eine Faust und für Papier halt einfach die offene Hand. Ne? Aber Schere muss man so sich ein bisschen, ja, verkrampfen jetzt nicht, das ist übertrieben. Aber dennoch muss man halt ein bisschen nachdenken, dass halt nur die beiden vorderen Finger, ne, Zeige und Mittelfinger halt vorne stehen und die anderen so zur Mitte gefaltet sind. Deswegen glaube ich nicht, dass er Schere nehmen wird. Deswegen nehme ich das, was gegen Schere verliert, sprich Papier. So, jetzt bin ich gespannt, ob meine Theorie da stimmt. Okay, er nimmt auch Papier. Ja, vielleicht nimmt er einfach immer Papier. Das kann natürlich sein. Ich traue mich jetzt aber nicht, Schere zu nehmen. Weil es könnte auch sein, dass er Stein nimmt. Weil Stein, einen Stein zu machen, ist auch nicht kompliziert. Deswegen, ich nehme jetzt mal nochmal Papier. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass er nicht doch zum Stein wechseln kann auch. Das könnte nämlich sein. So.
Okay, nochmal Papier. Ich werde es noch ein weiteres Mal testen, weil ich traue mich ansonsten nicht, weil ich Angst habe, dass der jetzt dann gleich, wenn ich jetzt Schere nehmen sollte, dass er dann gleich halt den Stein nimmt. Weil wie gesagt, Stein ist auch nicht so kompliziert, finde ich. Deswegen noch einmal nehme ich Papier und danach werde ich dann auf die Schere wechseln, weil dann nimmt er offenbar immer Papier. Weil ich fände es auch komisch, weil ich meine, die Stapelgeist oder Fünfergeist haben ja gerade eben auch immer Papier genommen, offenbar. Und der zweite Gegner nimmt jetzt auch immer Papier. Das wäre ein bisschen seltsam, finde ich. Deswegen will ich eher das jetzt nochmal austesten, dass ich auf Nummer sicher gehen kann. So. Okay, ja, nee, offenbar ist doch so. Die ersten beiden Gegner nehmen beide immer Papier. Finde ich interessant. Okay. So, dann nehme ich eben Schere. Und hoffe, dass das dann gleich kein Fehler ist. Mich würde übrigens auch interessieren, was eigentlich passiert, wenn ich zu häufig hintereinander einen Unentschieden hinlege. Ob dann der Toad irgendwann sagt, yay, schon 100 Mal ein Unentschieden, was ist eigentlich los mit euch? Das würde ich auch gerne mal austesten. Das kann man ja auch austesten, weil es gibt ja wirklich einige Gegner, die immer dasselbe nehmen wie halt er. Oder zum Beispiel halt der Goomba aus der ersten Arena hat immer Stein genommen, glaube ich, ne? Ich glaube schon, genau. Jetzt nimmt er Stein, pass auf. Jetzt nimmt er Schere. Was? Jetzt nimmt er Schere? Was? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hat er Schere genommen. Vielleicht ist auch seine Taktik so, dass er einfach irgendwie immer häufig hintereinander dasselbe nimmt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich will jetzt aber nicht den Stein nehmen. Weil er hat jetzt gerade eben, er hat sehr häufig Papier genommen. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass er Papier nimmt, ist immer noch ziemlich hoch, finde ich. Deswegen nehme ich eher Schere. Nochmal, weil ich das nochmal austesten will. Ob er jetzt bei seiner Taktik bleibt, aber das ist jetzt komisch. Ich finde es jetzt schwierig irgendwie, das jetzt hier hinzukriegen. Jetzt nimmt er, okay. Er nimmt meistens Papier, aber manchmal auch Schere. Ich weiß nicht genau, was jetzt mir der Tipp vom Tod vorhin gebracht hat. Er ist so aufgeregt, dass seine Hand so lapprig... Okay. Also er hat gesagt, dass seine Hand so lapprig ist oder sowas, glaube ich. Und dann ist es halt schwierig für ihn, dann die zur Faust zu ballen. Das stimmt natürlich schon. Und Schere kann er vielleicht noch eher hinkriegen. Am meisten natürlich einfach die flache Hand eben, weil die halt nicht zusammenbekommt. Weil die so lapprig ist eben, wie er gerade erklärt hat, weil er so nervös ist. Und Schere geht aber schon auch noch irgendwie. Aber Stein ist halt zu anstrengend für ihn dann. Ist das die Erklärung? Deswegen kommt meistens Papier, aber manchmal auch Schere und Stein niemals. Ist das die Erklärung, wie gesagt, dafür? Keine Ahnung. Dann sollte man auf jeden Fall immer Schere nehmen gegen den Aquarell-Guy. Genau, okay. Mario, jetzt steht nur noch ein Gegner zwischen dir und dem ewigen Ruhm. Ihm ist weder mit Sprüngen noch mit Hämmern beizukommen und eine schlechte Haltung hat er obendrein. Achso, kommt jetzt dieser eine, der Creepy Guy, Raupengeil hieß er, glaube ich. In seiner Freizeit hängt er am liebsten alleine in unwirtlichen Höhlen herum und er nennt sich Raupengeil. Ja, der war sehr creepy. Letzte Runde, Mario gegen Raupengeil. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Kommt jetzt auch wieder die creepy Musik, das wäre voll cool. Nein, okay. So, ich habe wieder keine Ahnung. Wir haben bisher gelernt, dass Gegner häufig bei einem Unentschieden einfach nochmal dieselbe Karte nehmen. Aber ich muss erstmal einen Unentschieden hinkriegen. So, es war jetzt in den ersten beiden Runden so, dass Schere von Vorteil war. Deswegen, ich werde jetzt nicht nochmal Schere nehmen, ich nehme jetzt schon was anderes. Also ich glaube nicht, dass er nochmal Papier nehmen wird, weil das hatten wir jetzt so oft hier schon hier in dieser Arena. Deswegen nehme ich das, was gegen Papier verliert, sprich den Stein. Und los. So, jetzt bitte erstmal kein Papier. Stein wäre auch in Ordnung. Mann, ey. Raupengei! Ich frage mich übrigens, ob die Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen irgendwie gescriptet sind von vornherein, dass also halt beim ersten Mal der Spieler halt immer verlieren muss, quasi, oder ob das wirklich komplett random ist. Weil es kommt mir bisher langsam so vor, als wäre das so ein bisschen gescriptet, dass eben der Spieler beim ersten Mal verlieren muss, fast schon. Autsch, knapp daneben, wenn du wiederkommst, läuft es bestimmt besser. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr, wenn ihr das Spiel auch habt, es schon mal geschafft habt, vielleicht beim ersten Mal in einer Schnick-Schnack-Schnuck-Arena direkt halt komplett durchzukommen, jetzt muss ich 300 Münzen zahlen, direkt komplett durchzukommen und eben alle Gegner besiegen zu können. Das würde mich echt interessieren, weil ich habe so den Eindruck, dass halt das Spiel einen da ein bisschen verarscht, weil ich meine, das Spiel weiß ja, was der Spieler nehmen wird, ne, und das kann er dann einfach halt vorher austauschen und dann einfach so etwas wählen, dass man halt, dass halt dann das Spiel gegen den Spieler gewinnen wird, ne, wenn ihr versteht. Und, dementsprechend kann da das Spiel eben den Spieler dann ziemlich verarschen und das halt dann so hinkriegen, dass halt der Spieler in Runde 1, oder halt, was nicht in Runde 1, aber halt beim ersten Mal, wenn er die Arena betritt, dann eben in Runde 3, dass er dann eben immer verlieren wird und erst beim zweiten Mal, jetzt nimmt er auch Schere, und dann eben beim zweiten Mal noch eine Chance hat. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es so, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung.
Warum hat es eigentlich der Schere genommen? Das, ja, obwohl, das ist aber in Ordnung, genau, weil der Toad hat ja vorhin draußen gesagt, dass sie zwar schon eigentlich fast immer Papier nehmen, aber dass sie auch keine harten Kerle sind, weswegen sie Stein niemals nehmen, aber Schere hat er zumindest nicht ausgeschlossen. Deswegen, dass sie Schere genommen haben, ist schon in Ordnung. Das ist noch einigermaßen in der Regel drin. Das passt schon. Mario, yay. Aber muss man schon ein bisschen aufpassen. Also das ist aber echt interessant, weil die ersten beiden Gegner, die haben das exakt gleiche Verhalten. Sie nehmen meistens Papier, aber manchmal eben auch Schere. Finde ich sehr interessant. Und dann der dritte macht halt wieder irgendwas anderes natürlich, wie immer. So, Schere, genau, weil Schere ist in den ersten beiden Runden wirklich perfekt. So, gerade eben hat ja der Raupenguy, ich muss jetzt wieder daran erinnern, was der jetzt nochmal genommen hatte. Ich habe das genommen, was gegen Papier verliert, also den Stein, und er hat Papier genommen, genau, okay. Deswegen nehme ich jetzt das, was gegen Papier gewinnt, weil er vielleicht Papier nochmal nimmt. Ne? Also ich nehme die Schere. Ja, mache ich so. Mal gucken, ob das dann gleich klug sein wird. Und dann gleich beim Unentschieden werde ich danach den Stein nehmen, weil ich behaupte, dass er nochmal die Schere nimmt, weil das Gegner bisher immer gemacht haben, so ungefähr, dass sie beim Unentschieden nochmal dasselbe nehmen. So, ich nehme Schere. Vielleicht nimmt er auch einfach Papier, das wäre natürlich optimal. Schnick. Schnack. Schnuck. Perfekt. Mario, vielleicht funktioniert einfach der Raupenguy ganz genauso wie die ersten beiden Shy-Guy-Arten, dass er halt auch meistens Papier, aber manchmal Schere nimmt. Das war nicht bisher auch so. Vielleicht, keine Ahnung. Yay. Aber es kann eben auch sein, dass er einfach immer random irgendwas nimmt. Ich weiß es, wie gesagt, nicht genau. Das würde mich echt interessieren, ob ihr da ein bisschen genauer darüber Bescheid wisst. Vor allem, wie eben die Gegner in Runde 3 funktionieren. Ob die einfach wirklich völlig random irgendwas nehmen. Also zu 33% halt alle drei Dinger. Oder ob es da auch bestimmte Verschiebungen gibt, dass sie halt manche Dinger wahrscheinlicher nehmen als andere. Oder ob das eben sogar gescriptet ist, wie gesagt, dass halt dass halt eben der Gegner in Runde 3 teilweise halt Sachen nimmt, um dann halt wirklich direkt gegen den Spieler gewinnen zu können. Weil, wie gesagt, das Spiel weiß es ja, was ich genommen habe. Und kann natürlich darauf reagieren. Das würde mich echt brennend interessieren, ob ihr da genau eures Bescheid wisst darüber. Das ist von dir gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Münzsack und einen Kart. Ja, nee, dasselbe Witz, bla bla bla. Wir kriegen eine Ventilator-Kopie, na gut? Und 1000 Münzen, die wir voll viel bringen. Yay! Das war's auch schon, Leute. Ihr müsst noch nicht gehen, aber irgendwie doch. Ja, ja. Tschüss! So, dann heißt es jetzt dann gleich in den beiden Arenen, in Arena 2 und Arena 3, warten, bis der Schnuckmeister kommt und den dann noch platt machen. Ob wir das dann wirklich hinkriegen werden, mal gucken, weil der hat ja auch ziemlich viel drauf, der Kollege. Also mal schauen. Glückwunsch zum Sieg, bla 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 bla. So, dann gehen wir am besten gleich wieder. Und wir können schon auch noch dann ein neues Level betreten. Das mache ich eigentlich immer ungern, so mitten im Part ein neues Level betreten, aber werde ich jetzt doch noch machen. Weil genügend zum Nachholen habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich könnte zwar noch nach Port Prisma zurückgehen und noch mir einen Knochen holen oder sowas. Aber ich mache es mal einfach weiter. Was ist jetzt nochmal der Bistroase? Genau. Wir können mal das spielen, würde ich sagen. Weil da gibt es nur einen einzigen Farbstern. Vielleicht geht es ja auch eh gar nicht weiter, weil ich wieder aufgehalten werde durch irgendwas. Keine Ahnung, wir spielen mal das Level, würde ich sagen. Passt schon. Und dann natürlich irgendwann, vielleicht im nächsten Part, dann werden wir noch das obere Level da spielen, wo es auch drei Farbsterne gibt. Wo wir dann vielleicht wirklich an all die... Oh, cool. An all die rankommen können, nämlich in einer Wüste. Weil ich meine, was ich ja gerade eben schon vermutet hatte, bei dem irgendwas Hain, ich habe schon den Namen wieder vergessen, wo es eben auch drei Farbsteine gab, konnten wir halt nur an einen einzigen rankommen, was ich auch schon vermutet hatte. Kriegt er Schaden beim Kaktus? Nein. Okay, das ist einfach wie ein Busch. Aber ich kann da auch dagegen laufen, obwohl es ein Kaktus ist. Alles klar, gut. Und ein Huchhammer, yay. Wie viele Karten habe ich eigentlich gerade im Menü? Ich habe gerade 89. Okay, also bald werden mir die wieder ausgehen, die Karten. Aber na gut. Hier oben kann ich hin. Da ist aber nichts. Was ist in der Kiste drin? Ein abgenutzter Sprung. Yay, cool. Der bringt mir viel, weißt du? Ach man, ey. So, wo finden die Röhre hin? Wir lesen mal schnell. Was? Gastroguru Toad Bistroase. Okay. Kann ich dich zerstören? Nee, ich kann gar nicht zerstören, weil die auch anders aussieht, diese Kiste hier. Oh, da fehlt auch viel. Huiuiuiuiui. Aber das erinnert mich jetzt sehr an Sticker Star. Und nein, da ist ja noch eine von diesen riesigen weißen Flächen. Wie gruselig. Sind das etwa Toads genau in der Mitte?
Kannst du das eigentlich theoretisch einfärben? Und wieder mal meldet sich Fabian. Unmöglich, du wirst es niemals schaffen, die ganze Fläche einzufärben. Und mir kannst du es glauben, ich bin schließlich ein Farbeimer. Geht das nicht theoretisch vielleicht doch? Ich meine, das ist doch gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Also, ich meine, die Farbe, die ich zwar jetzt gerade dabei habe, ja, ich weiß, die Farbe, die ich jetzt gerade dabei habe, wird nicht ausreichen, das ist mir klar. Aber ich kann dann, oder ich weiß nicht genau, ob das gespeichert bleibt. Aber wenn es gespeichert bliebe, könnte ich aus dem Level rausgehen und mich irgendwo heilen oder sowas. Und dann habe ich ja wieder neue Farbe und dann reicht es ja aus. Weil dann kann ich das schon, ich meine, es dauert zwar ein bisschen natürlich, ja, das schon. Aber ich glaube schon, dass es theoretisch ausreichen würde, auch mit dem Farbhammer. Vielleicht geht es einfach nicht. Vielleicht ist es dann so, dass selbst wenn noch ein Fleckchen oder wenn halt gar kein Fleckchen mehr fehlt, dass einfach, okay, das kann ich mal einfärben. Dass selbst wenn, ah cool, dass selbst wenn gar kein Fleckchen mehr fehlt, dass ich halt dennoch es nicht als ganz eingefärbt zähle. Vielleicht ist es dann so, keine Ahnung. So, und dich gab es auch schon in Stickerstar. Bist du dasselbe sogar wie ein Stickerstar? Es sieht genau, ah, das ist ein gelber Rettertod, guck mal. Das sieht genauso aus. Ach ja, so lässt sich's leben. Du willst doch nicht gerade jemanden retten oder so. Denn ich will nicht, dass meine Auszeit hier vorbei ist. Niemals. Tut mir leid, meine oberste Priorität besteht gerade darin, Leute vor der Sommerhitze zu retten. Ach, tot. Obwohl, du hast ja nur für 3 Stunden bezahlt und die sind genau jetzt vorbei. Tut mir leid, aber wenn ich weitermachen soll, musst du das erneut buchen. Einen schönen Tag noch. Gelber Rattetot Nummer 5, bereits im Einsatz Nummer 5. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Bonsai. Genau, Bonsaihain hieß es. Okay. Hey Mario, also ich weiß es echt zu schätzen, dass du den langen Weg hierher gekommen bist, aber ich habe keinen Tisch für dich, in Ordnung? Wenn es dir nichts ausmacht, an der Bar zu sitzen, schaffe ich es vielleicht noch, dich reinzuquetschen in 3 Jahren oder so. Was soll ich sagen, das Geschäft läuft so gut wie nie zuvor in der Bistro-Oase. Wir sind gerade der hellste Stern am Firmament, mit Ausnahme vielleicht des Sterns, den ich vom Firmament geholt habe. Okay. Stern vom Firmament. Mario, ich bin mir ganz sicher, dass er über einen Farbstern redet. Entschuldigung, Gastro-Guru. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit für uns, die Reservierung zu beschleunigen? Vielleicht, wenn wir ihn... vielleicht, wenn wir ihn für ein paar Stunden Luft zufächeln. Ah, verstanden. Keine Chance, Mann. Wenn ich für Mario eine Ausnahme mache, wollen die anderen auch. Was kommt als nächstes? Tisch für 4 auf den Namen Luigi? Am liebsten heute noch? Nicht mal in meiner Bistro-Oase. Okay. Außerdem habe ich heute noch einen Pediküre-Termin. Tja, Mario, da müssen wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier Ventilator reinhauen und ihm Luft zufächeln, aber offenbar nicht. Na gut, vielleicht kann ich ja hier einfach überall Wasser draus machen. Das sieht zwar jetzt sehr orange und deswegen auch sehr sandmäßig aus, aber es gab eben in Stickerstar auch schon so einen Typen hier, der total gechillt hat. Das war auch in der Wüstenwelt. Und da musste man es auch mit einem Wasserhahn schaffen, das war da ein Dings. musste man es da schaffen, halt überall Wasser erscheinen zu lassen. Die Kamera ist immer noch weit draußen, okay. Überall Wasser erscheinen zu lassen und dann konnte man eben so eine Oase erschaffen für einen Tod und da konnte man auch weiterkommen und sowas. Deswegen vielleicht ist es ja hier genauso. Keine Ahnung. Ich will noch mehr einfärben. Ich schaff's bestimmt, Fabian. Okay, dann eher nicht. So. Darf ich jetzt die Röhre gar nicht nach oben gehen oder wie ist es jetzt genau? Da oben stehen auch viele Scheigers übrigens. Darf ich jetzt nach oben gehen oder nicht? Ja schon, ich habe jetzt eigentlich keine Erlaubnis bekommen. Oder was meint er? Meint er die Röhre hier? Ich glaube, er meint die Röhre hier, oder? Ja, es geht nicht. Durch diese Röhre kommt so schnell niemand durch. Die ist voller Sand oder so. Ach nee, ist wieder... Sand ist da im Weg. Aha. Was kann ich da jetzt machen? Keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, das kann ich aber noch einfärben. Ja, das ist auch sehr fies. Und hallo, Shy Guys. Und... Ah nee, das sind Sniffits sogar. Das sind gar keine Shy Guys. Hallo? Also, diese Restaurants ist mittlerweile viel zu etabliert. Ich bin schon hergekommen, bevor es cool war. Wow, ein Hipster bist du. Und du? Es wäre kein richtiger Brunch, wenn man nicht vorher 2 Stunden draußen warten würde. Dieses Restaurant ist so exklusiv, dass noch nicht einmal der Inhaber reingelassen wird. Und du? Ich will nur den Gastro-Guru treffen. Er ist eine Legende. Und du? Brauche Kaffee. Wow, diese Texte sind so genial. Das hier ist die Schlange vor dem stillen Örtchen, oder? Ne, nicht so ganz. Kann ich euch auch bekämpfen? Nein, das sind Charaktere diesmal sogar, wirklich, wow. Ich kann hier gar nicht bekämpfen. Das ist ja witzig, okay. Aber hier ist kein Weiterkommen, offenbar. Ne, ausschneiden kann ich auch nichts, deswegen... Da müssen wir erst warten, bis wir hier wieder mal irgendwie da ganz viel Farbe verschütten dürfen. Das ist echt sehr interessant, weil es gibt jetzt mittlerweile so viele Stellen, an denen ich jetzt ganz, ganz viel Farbe brauche. Das ist jetzt schon die dritte Stelle, die dritte große Stelle, wo ich viel Farbe brauche. Ich kann hier auch nichts mehr machen, oder? Ich muss schon wieder gehen aus dem Level. Das ist schon die dritte, wie gesagt, ne? Weil ansonsten gab es eben noch das Fossil aus dem Kupfercanyon und dann noch die Münze aus dem Mammutbaumforst, glaube ich. Die Münze muss auch gelb werden. Und ja, das ist auch sehr schön markiert auf der Karte. Einfach ein weißer Punkt. Sehr schön. Okay. Genau, hier ist eben noch die Münze.
Und dann Rettertors müssen wir auch noch jetzt 10 weitere noch finden. Und dann da ist noch das Fossil. Also es gibt noch echt viel zu tun hier. Richtig viel sogar. Na gut. Dann spielen wir jetzt aber erstmal das Level, würde ich sagen. Den Terrakotta-Tempel. Boah, tut mir leid, meine Stimme. Tut mir echt leid. Wir können auf jeden Fall damit noch anfangen. Wir werden zwar nicht viel erreichen können, aber wir fangen mal noch an. Das ist eigentlich die letzte Anlaufstelle, die ich noch habe, weil alle anderen Level habe ich jetzt schon gespielt, die es hier jetzt gab in der Nähe. Und da ging es nirgendwo weiter. Deswegen irgendwas. Ah, hallo Spike. Deswegen irgendwas muss es dann hier sein. Vielleicht gar nicht unbedingt halt. Vielleicht komme ich gar nicht zu einem Farbstern. Das kann sogar sein, aber wenn ich halt einen großen gelben Farb einmal finden würde, würde das auch schon einiges helfen auf jeden Fall. Oh, ich rieche einen Farbstern. Leider scheint es sich dort hinter der türähnlichen Vorrichtung zu befinden. Ach, hier hat es ja wirklich jemand mit den dekorativen Stacheln übertrieben. Okay. Ich würde mir das ja gern aus der Nähe ansehen, aber ich bin allergisch auf große spitze Dinge. Ja, das bin ich auch. Ich werde mal trotzdem kurz reinschampen, einfach weil ich es kann. Hui. 12 Schaden, das ist so fies, dass man hier durch die Sachen so viel Schaden nimmt. In anderen Paper Marios wäre das jetzt ein Schaden halt gewesen. Eieiei. Ich werde nie verstehen, wie jemand einen Boden aus Stacheln für eine gute Idee halten konnte. Aber damit müssen wir uns wohl abfinden. Lass uns einen anderen Weg suchen, auf die andere Seite zu kommen. Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Da ist aber was. Okay. Ich will aber auch erstmal zu dem Spike eigentlich da oben gehen. Bevor ich irgendwas anderes mache. Viele Karten wieder. Und hier ist nur Schlucht. Okay. Aber kann ich... Wie komme ich denn an die... Kann ich nicht bewegen? Wie so ein Hamster... Ja, wie so ein Hamsterrädchen. Okay, alles klar. Kann ich mit dir noch mehr machen? Hier nach unten rollen? Nee. Ich meine, ich kann ja das Ding offenbar nur nach links und rechts bewegen. Aber nicht nach vorne und hinten. Dafür müsste ich es anders... Kann ich es irgendwie drehen, das Ding? Nee. Never mal. Nee, offenbar nicht. Einfärben auch nicht. Ausschneiden auch nicht. Okay. Dann lassen wir das mal. Aber interessant. Aber erstmal hier ein neuer Gegner, und zwar ein Spike. Hallöchen, Spike. Und hier ist übrigens eine Zugschiene auch. Okay, wir haben ja auch schon... Ja. Warte mal, ich will mal kurz was testen. Wie viel Schaden macht mir das? 6. Okay, das geht immerhin. Das ist in Ordnung. So, zack, nimm das. So, neuer Gegner. Spike. Ist er alleine? Nee, er hat Stachis als Unterstützung. Okay. Ich würde den Spike ganz gerne mal sogar angreifen lassen, weil ich gerne wissen wollen würde, wie er angreift. Ich benutze mal einen dreifach abgenutzten Hammer, den ich auch gerade bekommen habe. Ich werde jetzt nicht unbedingt damit Absicht am Ende das Timing verkacken, aber er wird wahrscheinlich eh überleben, ehrlich gesagt. Deswegen, wir schauen mal. Spitze? Er überlebt auf jeden Fall. Spitze? Der Stachel wird aber sterben. Exzellent! Ja! So, dann greif mal an mit Spike. Er macht einen Sprung. Das habe ich jetzt am wenigsten erwartet. Ich dachte, er würde halt wieder eine Stachelkugel auskotzen. Aber nee, er macht einen Sprung. Vielleicht hat er auch zwei verschiedene Angriffe. Aber glaube ich eigentlich weniger, weil es hatten bisher die wenigsten Gegner hier in dem Spiel. Aber gut. Spike, Spike, Spike. Ich benutze mal einen abgenutzten Sprung, den ich auch vorhin bekommen habe. So, ich färbe ihn auch mal ein, dass er auch ausreichen wird. Ich denke mich auch mal, dass der ein paar mehr KP vielleicht hat. Weil er jetzt halt ein neuer Gegner ist, der bestimmt auch einiges auf dem Kasten hat. Aber er stimmt auf jeden Fall. Yay! Ich hoffe jetzt übrigens auch, dass ich jetzt nicht hier in diesem Level schon den Knochen brauche, denn wir wissen ja eben schon, dass ich halt in naher Zukunft irgendwann mal einen Knochen brauchen werde. Das hat es ja schon der Mülltonnen-Toad aus Port Prisma erzählt. Und ich hoffe eben mal, dass das jetzt nicht schon... Echt? Ich kann es zum Einschätzen bringen? Ja. Ich will erstmal noch umgucken. Ich hoffe jetzt eben mal, dass es noch nicht hier der Fall ist, weil ich halt mir jetzt keinen Knochen holen konnte, weil die eben ausverkauft waren, weil sie halt noch... Ach fuck, ich hab doch gemacht, ey. Weil es eben noch gar nicht im Sortiment überhaupt gab. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass ich den noch nicht hier brauche, sondern erst in einem späteren Level. Naja. 2 Spikes, okay. Ich habe jetzt schon ziemlich viele Kopien bekommen, auch von Dings-Stickern oder Dings-Karten. Deswegen, ich benutze jetzt mal einen. Ich kann mal die Kopie Sparschwein benutzen, weil das Sparschwein, die haben wir die Animation noch gar nicht gesehen. Wir machen das mal schnell. So. Aber wie gesagt, die kenne ich schon. Also die habe ich schon mal auch im Vorfeld im Internet gesehen. Und die ist absolut genial. Pass auf. Ich werde mal wieder einfach schnell A drücken währenddessen. Yay, super immerhin, okay. Das Breakdancen des Sparschweins. Es gibt sogar noch einige Münzen. Das ist so eine blöde Idee einfach nur. Wie sind die da drauf gekommen, dass sie dieses Sparschwein da einfach mal breakdancen lassen? Wie kommt man denn auf sowas als Entwickler, frage ich mich. Ich habe keine Ahnung. Das ist total witzig. Oh Gott, ey. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, dass ich da einigermaßen ruhig bin und nicht einen Lachkrampf kriege oder so.
Ach Gott, ey. Von hier aus führen die Gleise nur in die weite, langweilige Wildnis. Da müssen wir nicht hin, Mario. Okay, dann halt nicht. Dann werde ich jetzt eben hier noch kurz das da zum Einsturz bringen, diese Säule da. Dann kann ich hier ausschneiden eigentlich? Nein. Was passiert denn da jetzt dann? Achso, ich krieg wieder so ein Hamsterrädchen. Achso, und damit kann ich auf den Stacheln entlang. Hoppla. Naja, wenigstens kommen wir jetzt über die Stacheln. Das ist auch designmäßig sehr schön gemacht übrigens. Dass einem hier mit diesem Hamsterrädchen, wie ich die jetzt nennen will, dass einem da schon beigebracht wird, diese Mechanik, um diesen Farbfleck da eben einfärben zu können. Kann ich da eigentlich auch schieben? Ne, ich muss wirklich drinstehen. Dass man eben halt hier drinstehen kann und dann Dinger bewegen kann. Das wird einem eben da schon beigebracht und jetzt dann gleich bei diesem Hamsterrädchen, das ist das Entscheidende, bei dem kann man das dann eben anwenden auch, das gelernte Wissen, um eben dann hier halt auf den Stacheln auch entlang rollen zu können. Sehr, sehr schöne Idee. Sehr schöne Idee. Und auch sehr schön gemacht. Sehr schön umgesetzt halt vom Design her auch. So, dann roll ich jetzt eben hier so entlang, ja. Ich will erstmal hier noch ganz nach rechts, weil nämlich hier noch eine Farbstelle ist. Wie komme ich denn an die da vorne ran? Eigentlich. Achso, okay, da, okay, ich habe den Block gar nicht gesehen. Da ist ein Block, okay. Das macht's einfacher. So. Okay, das war ein unsichtbarer Block, deswegen. Ich habe schon gewundert, hä? Aber das sind unsichtbare Blöcke und da komme ich dann damit hin. Yay. Ein weiterer K.O.-Hammer, dankeschön. Und da hinten ist auch noch eine Stelle. Da werde ich wahrscheinlich auch mit unsichtbaren Blöcken hinkommen oder sowas. Ah ne, okay, das sind einfach schon so Blöcke da. Alles klar. So, mit einem Hammer. Und was ist da drin? Da ist noch ein Powerblock. Okay, sehr schön. Ich habe ja keinen Powerblock mehr gehabt, weil ich ja den... Achso, da waren... Okay, ich dachte, da wäre noch Boden darunter gewesen. Sorry. Ne, ich bin noch gar nicht reingelaufen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil 12 Schaden ist schon sehr viel. Was ist eigentlich hiermit? Ansehen. Diese Art von Tür baut man ein, wenn man wirklich die Nase voll von Vertretern hat. Da fehlt ein Stachel, sehe ich gerade. Ja und jetzt? Ja, schön. Wo kriege ich den einen Stachel her? In der Vase hier? Nee. Bin verwirrt. Warum kann ich hier nichts ausschneiden? Warum fehlt da ein Stachel? Also, kann ja aussehen, ne? Da rechts oben fehlt eben ein Stachel. Und ich dachte jetzt, ich müsste einen Stachel einfügen, aber kann ich ja nicht. Ich kann ja auch nichts ausschneiden. Und Fabian sagt immer dasselbe. Hm. Kann ich vielleicht von dem Hamsterrädchen aus ausschneiden, wenn ich hier so mittig stehe? Hier so irgendwie? Kann ich hier ausschneiden? Nee, auch nicht. Hä? Komm ich jetzt hier in dem Level auch noch nicht weiter? Das kann ja nicht sein. Es muss ja... Aber ich habe noch keine Einsatz machen. Ich kann noch kurz versuchen, ob ich noch diese Säulen hier zerschlagen kann oder sowas, wie gerade eben. Nee. Da oben sind ja auch Stachis drauf, auf diesen Säulen. Aber ich kann da nichts anderes machen, offenbar. Hm. Das ist sehr blöd. Nee. Einfärben kann ich ja hier auch nichts, nee. Ich bin verwirrt. Bin verwirrt. Hier rechts war auch nichts. Hä, warum? Ich check's nicht. Habe ich irgendein Dings als Stachel? Nee, habe ich auch nicht wirklich. Aber ich kann ja eh keine Dingse benutzen. Weil dafür müsste ich ja ausschneiden können, aber ich kann auch nicht ausschneiden. Nee, nirgendwo. Ich gehe mal kurz zurück, weil vielleicht habe ich ja irgendwie hier am Anfang etwas verpasst. Vielleicht kann ich ja hier irgendwo her einen Stachel bekommen. Aber ich wüsste nicht, woher. Das war auch seltsam. Ich meine, wie soll ich denn hier einen Stachel aufnehmen, um dann den da einzusetzen? Sag mir jetzt nicht, dass ich schon wieder nicht weiterkomme. Das gibt's wohl nicht. Ich kann mich hier nirgendwo ausschneiden. Mann, ey, das nervt mich. Nee, aber ich meine, eigentlich muss es hier weitergehen in dem Level. Ah, da hinten, da hinten. Da ist es. Ich sehe es, oder? Nee, ich dachte, da wäre jetzt ein Stachel da hinten. Oder? Nee, doch nicht. Das ist nur so eine Schattierung oder sowas. Komme ich da nicht hin? Ach, Mann! Ich kann mal hier entlang laufen. Er bringt mir aber nichts. Das gibt's doch nicht. Kann ich ja hier entlang gehen? Nee. Kann ich auch nicht. Okay. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kann auch nirgendwo ausschneiden. Warum denn nicht? Der Bildschirm rastet übrigens immer noch voll aus, wenn ich hier dagegen schlage. Finde ich auch sehr interessant. Na gut. Ja. Ne? Na Leute, ich habe keinen Peil, was ich tun muss. Geht's hier wirklich auch nicht weiter? Das kann doch gar nicht sein. Das war doch die letzte Option. Ich habe jetzt gar keine weiteren Optionen mehr, wo ich noch hingehen kann, oder? Ich glaube nicht mehr. Mann, ey, das ist doch scheiße. Warum komme ich hier nicht weiter? Ach Mann, ich bin so blöd. Das ist bestimmt wieder total offensichtlich, die Lösung. Ich bin wieder zu doof, die zu finden. Aber hier, ich komme jetzt auch auf die rechte Seite, komme ich auch gar nicht mehr. Hm. Ich gehe mal wieder raus, vielleicht passiert dann irgendwas. Aber ich glaube es eher weniger. Ich werde dann bis zum nächsten Mal da mal gucken und dann werden wir das schon finden, hoffe ich mal. Aber es geht hier jetzt für mich irgendwie auch nicht weiter. Es passiert aber etwas. Und zwar,
Was ist das denn jetzt wieder? Eine neue Peach-Nachricht oder wie? Okay. Muss ich mir die anhören und geht's dann erst weiter oder wie? Ich bin hochgradig verwirrt, was wir jetzt tun sollen. Ich hab's theoretisch, habe ich so viele Optionen, was ich jetzt machen könnte, ne? Also es gibt noch drei große Stellen, wo ich noch was einfärben muss. Es gibt noch so viele Rattatoads, die ich noch finden muss. Und dann eben noch halt da das eine Level da rechts unten. Und dann hier noch ein Level mit drei Farbsternen sogar. Aber ich komme trotzdem nirgendwo weiter. Das gibt's noch nicht. Ach man, ey. Ja, ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Paper Mario Color Splash. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Wir dann wieder zurückgehen werden nach Port Prisma und uns mal hier das angucken werden, diese Peach-Nachricht da. Vielleicht hat die ja irgendwas mit unserem Problem zu tun, dass ich gerade nicht weiterkomme, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo anders was verpasst, keine Ahnung. Aber werden wir uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall angucken. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.